Kultur und Zivilisation wechseln sich ab. Und Letzteres zerstört immer Ersteres. Also die allgemeine Verweichlichung von Männern, Toleranz als Tugend darzustellen, der massive Schwund von Testosteron und Fruchtbarkeit, all das sind ja zivilisatorische Erscheinungen. Echte Krankheitsbilder sozusagen, die du als Mann nicht unterstützen kannst. Und wenn du ehrlich bist, dann geht's auch nicht um deine Freiheit oder ähnlichen Hokuspokus, sondern allein um Macht. Und diese Macht, die bekommst du auch nicht hinterhergeworfen, die musst du dir nun mal erstreiten und erobern. Wenn du dich jetzt also liberal nennst, dann ist das eigentlich schon geheuchelt. Denn beim Begriff Freiheit musst du ja zwangsläufig definieren, Freiheit für wen, Freiheit wovon und Freiheit wozu. Je mehr Freiheit du hast, desto mehr Macht hast du und desto weniger davon haben andere. Alle Freiheitsrechte sind Eigentumsrechte, also das mehr haben wollen, mehr erobern und mehr erstreiten, das sind männliche Tugenden, die zwar heute nicht politisch korrekt, dafür aber für alle Zeiten biologisch korrekt sind. Wenn du ehrlich mit dir bist und deiner Natur gerecht werden willst, musst du also eher ein nach Macht strebender Maximalist als Minimalist sein. Und dann bist du eigentlich auch immer noch der keuleschwingende Höhlenmensch, der entweder Widersacher rigoros aus dem Weg räumt und hierarchisch so weit wie möglich nach oben will, oder eben der es nicht tut und damit Geringschätzung und Demütigung erfährt. Wenn du das verstanden hast, also, dass sich die menschliche Natur nicht wirklich verändert hat und sich auch nicht verändern wird, dann brauchst du auch keinen neumodischen MGTOW-Mumpitz oder sowas. Das archetypische Alpha-Tier ist absolut zeitlos. Und wenn du es nachvollziehen willst, dann mach einfach einen Waldspaziergang oder geh in den Zoo und sieh dabei zu, wie alles miteinander um Raum, Hierarchie und die besten Bräute kämpft. Unerbittlich. Das Morbide wird ausgemerzt, so einfach ist das. Von mir aus guck dir ein paar Dokus über Wölfe an. Oder über das gesunde und streng hierarchisch aufgebaute Staatswesen von Bienen und Ameisen. Guck mal, nicht der Mensch macht das Gesetz, sondern das Gesetz macht den Menschen. Das wusste schon Goethe. Und gewisse animalische Instinkte sind allgegenwärtig und schlichtweg notwendig. Das Tier im Manne sozusagen, das ist zeitlos. Und wenn du das nicht anerkennst und glaubst, dir steht irgendetwas in dieser Welt zu, sei es Frauen, Geld, Erfolg, Wertschätzung, ohne dass du es dir vorher verdienst, dann viel Spaß, kann ich nur sagen.